Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf The Morrisland unterwegs in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 149. So einfach ist es. Ja, ich produziere das hier ein bisschen vor, muss ich zugestehen. Das ist immer so die Geschichte, wenn man so ein, zwei neuere Sachen noch hat und sowas. Und ich auch momentan noch ein bisschen was anderes um die Ohren habe, da blieb mir leider nichts anderes übrig. So, irgendeiner ist jetzt blockiert. Da bin ich doch mal gespannt, wer hier sich blockiert fühlt. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Aha, okay. Hier haben wir die Blockade. Dann machen wir doch den Helfer hier glatt mal aus. Motor an. Das ist also jetzt vom Lager blockiert. Nachvollziehbar, okay. Wenn euch jetzt fragt, was ich hier vorhabe, ist eigentlich ganz einfach. Ich fahre es hier mal geschwind in die Vorgewende, ne? Seht ihr. Weg damit. Hier oben war ich ja eh schon wieder angefangen. Dann kann ich nur von da dann wieder weiterfahren lassen. Hier hätte ja genug Platz zum Drehen gehabt, aber wie gesagt, wenn wir so eine Spur schon mal machen, dann ziehen wir das auch durch, ne? So, ja, da vorne sehen wir, dass er schon wieder am Ende ist. Gut. Was voller Korntank, das ist auch okay. Was voll ist nämlich noch nicht voll. So. Den Part haben wir. Hochgezogen habe ich die Maschine. Drehen uns hier mal schön gemütlich rum. Fahren jetzt hier mal ein bisschen ran. So. Ja, da sehe ich noch so eine kleine Kante extra stehen. Und dann mache ich hier den Helfer wieder an. Der anscheinend nicht will. Dann mache ich jetzt den Helfer wieder an. Jetzt will er. Ja, ist auch wunderbar. Alles gerettet. Er fährt hier. Ist aber noch längst nicht in dem Bereich, wo ich den gerne hätte. Der will noch was verkaufen. So, hier weiß ich. Wir müssen zuerst auf dieser Seite ran, weil der John Deere auf der Seite ist zuerst angesetzt. So simpel ist es. Das Feld ist hier nicht sonderlich groß, deswegen ist es auch kein Problem. Er steht hier auch irgendwo. Da steht er. Und leider auf der falschen Seite, aber muss zugestehen, dass ich jetzt aufgrund der Menge, die wir hier machen müssen, nicht extra rausfahren werde. Ja, wir haben ihn hoffentlich abgetankt, bis der Fendt dementsprechend die letzten 5% da gemacht hat. Dann fährt er nämlich weiter. Wenn der Fendt nämlich jetzt an der gleichen Position so ungefähr steht, dann hat der nämlich das Rohr auf der richtigen Seite und dann können wir ihn darunter nämlich stehen lassen. Das wäre dann sehr angenehm. So, noch 2%. Er hat hier noch ein Drittel drin, dann geht es wieder weiter. Ist auch super. Ihr seht selber, also von der Menge her ist das relativ gut machbar halt, ne? So. Einmal abtanken, das ist ja schon ein ganz schöner Streifen weg hier. Hier ist jetzt das Mittelstück. Aber wie gesagt, davon haben wir ja noch ein Feld. Das Feld ist auch das nächste, was wir nach gleich wieder annehmen werden. Und loslegen werden. Das nächste dürfte auch ein bisschen größer sein. So. Einmal abtanken lassen. Da kann er auch stehen bleiben. Da passiert nichts.
So, wir gucken noch mal, wie es jetzt um die Preise steht. Das Preis ist immer noch sehr dürftig. Also wir könnten echt hingehen und fast sagen, wir verkaufen die beiden Sachen hier schon mal, damit es vorangeht, ne? Einmal Blumenkohl und einmal Himbeeren, so wie es aussieht. So, ich skippe mal durch. Hier steht er. Den Blumenkohlpart haben wir hier. War richtig Himbeeren? Ja, hier vorne gleich. Okay. Laden ist arbeitslos. So. Gut, dann fahren wir jetzt hier mal flach im Kreis und hoffen, dass das anfängt, hier jetzt alles schön aufzunehmen. Bin ich jetzt zu weit weg gewesen zum Aufnehmen? Echt? Aha. Kann ich die da auch noch mitkriegen, bitte? Danke. Ah, okay. Ich könnte sogar noch mehr mitnehmen, sehe ich gerade fest. Aber egal, wir verkaufen den schwarzen erstmal. Arbeitsmodus, habe ich ihn jetzt an- oder ausgeschaltet? Ne, so ist aus. So. Und ich muss damit hin zum Exporthandel. Okay. Dann werden wir die Tour machen. Ja, das ist natürlich jetzt das, was ich eigentlich wollte. Natürlich hätte ich das jetzt lieber mit einem besseren Preis gemacht. Aber wir wollen jetzt einmal Kohle rankriegen, weil wir wollten natürlich auch noch für die nächste Ernte ja noch mindestens ein oder zwei Erntemaschinen kaufen. Weil wir natürlich die großen Sachen noch vor uns haben. Natürlich mit Zuckerrüben, sehr große Menge. Karotten und Zwiebeln weiß ich die Mengeneinschätzung verhältnisgesehen nicht pro Hektar. Aber schätzungsweise auch nicht wenig Liter. Ich glaube fast, dass Kartoffeln ne? noch mit das genügsamste pro Liter pro Hektar ist zum Anpflanzen. Will es aber nicht garantieren, weil ich weiß es echt nicht genau. So, gut, ja, da wollen wir mal gucken. Weil so eine freundliche Erntemaschine kostet nämlich auch. Und wir haben die passenden Schneidwerke beim, also die passenden Vorsätze schon stehen beim Händler. Wir hätten jetzt auch theoretisch gesehen fast das Geld zusammen für ein Erntegerät, aber ich werde nicht verschiedene Vorsätze noch dazu kaufen, weil die kosten auch jeweils 90.000. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir beim nächsten Mal drei Erntemaschinen hätten und die drei Erntemaschinen halt einmal Karotten, einmal Zwiebeln und einmal Zuckerrüben machen würden. Ne? Das wäre richtig cool. Weil da dürfen wir auch einiges an Menge abfahren, glaube ich. Wir werden wahrscheinlich einige Liter in die Produktion bringen, aber dann auch einige Liter mehr, sag ich mal so, einlagern wahrscheinlich zwischendurch. Es werden auch die drei Felder sein, die wir hier direkt, ne? Also die Felder, wenn ich jetzt das nochmal hier. Also die 10, 9 und die 8, das werden auch die Felder sein, wo wir dann halt die anderen Erdfrüchte dementsprechend dann draufsetzen werden. Das heißt, wir wissen jetzt schon, was unsere Erntemaschine da als nächstes macht. So, gut. Seitenbestimmung. Da reicht, hoffe ich. Abladen. Verkaufen bitte. Warum fängst du jetzt mit der Palette an? Hätte sich einer auf dem äußeren Streifen nehmen können, dass ich weiß, dass das funktioniert. Wir warten die Palette mal kurz ab. Los, mach. Das geht doch so nicht. Ja, es nimmt der erst die. Also sonst müssen wir es nämlich nochmal nur rüberrücken irgendwie. Ne? Na egal, wir fahren erstmal los. Und verkaufen stumpf mal den Blumenkohl. Bitte nicht, wie es ist. Aber das muss auch werden. So. Ja, die nächste. Links wäre falsch, die, wir müssen eine weiter.
Wow! Leute, das ist Vorfahrt nehmen. Das ist euch noch bewusst, oder? Mann, oh Mann, ey. Da kommt jetzt einer von vorne. Genau noch zwischendurch gekommen. Der hat uns stumpf die Vorfahrt genommen. Natürlich wird der Typ jetzt gerade sich auch zu Tode gehupt haben, als wir entgegengekommen sind. Aber, ja. Aha, also biegt der hier ab. Ja, super, ganz toll. Ist also auch im Weg. Da vorne kommt auch was von vorne. Ich bin aber wieder so ein dreister Überholer, wie ihr seht. So. Ja, jetzt gehen wir eine Runde Blumenkohle holen. Sonnenblumen haben wir 68 oder 69%. Einzige, wo wir uns jetzt so langsam drum kümmern müssten, Kartoffeln sind jetzt bei 6%. Da haben wir immer noch ein bisschen. Und der bei 10% ist, müssen wir los. Das ist der Kartoffelindikator sozusagen bei der Ernte. Wird bei den anderen Früchten genau das gleiche sein. Also bei Zwiebeln und Karotten und ne? Genau. Zuckerrüben. Das wird alles in dem Sinne in Anführungsstrichen eingelagert. Aber natürlich gehen, ich sag mal so 200.000 oder sowas auf jeden Fall in jede Produktion rein. Dass der Kram halt produziert wird oder 100.000 oder sowas, dass das Ganze läuft. So, fast vollen Korntank, ist alles super. Ich muss jetzt das U anwählen hier. So, U aus. Festmachen das Ganze. Da steht auch wieder fast voll. Wir gehen mal wieder auf die Preise. Exporthandel will auch unseren Blumenkohl haben. Da sehen wir auch, dass das mit den Himbeeren, Erdbeeren, ne? Mit der roten Frucht geklappt hat. Sagen wir es, einigen uns da drauf. So, das läuft. Einnahmenernte 94.000. Das hört sich eigentlich bei dem schlechten Preis eher nach anders, wenn tatsächlich alles verkauft worden wäre. Ne, weil wir einen guten Preis gehabt hätten, hätten wir 106.000 gehabt. Das wäre der Preis, also der Preis für den Blumenkohl jetzt ist besser. Damit werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kriegen wie mit dem anderen. Wir mal gucken, wie wir es jetzt hier machen. Unsere Sonnenblumen sind bei 89 und bei 76%. Das heißt also, ich möchte eigentlich gerne den Blumenkohl noch in den Verkauf wissen, bevor ich die Jungs leer mache. Außerdem warte ich, bis der 79% leer ist, voll ist. Sprich, der Fendt, der gerade wendet, so wie es aussieht, weil ich auf der Seite auch gerade stehe. Da kann ich dann wieder immer hin und her wechseln. Fange ich immer wechselweise an. Dann braucht man nicht so viel fahren. So, einmal an der Konservenfabrik vorbei. Eine der Produktionen, die wir noch anschmeißen wollen. Und da sind wir schon ziemlich bei, aber halt noch nicht fertig. Genau wie wir hier rechts die Bäckerei haben. Auch da fehlt da noch ein bisschen was. Aber auch da werden wir noch rangehen. So, der eine hat einen vollen Korntank. Der andere sagt jetzt erst bei 80%. Was wir natürlich auch noch gucken müssten, und da müssen wir natürlich wahrscheinlich auch einen LKW für haben. Fällt mir gerade mal so auf. Ist der Viehtransport. Weil der müsste dann irgendwann auch mal anliegen, sag ich mal so. So, Spanngurte weg. Ladeseite. So. Das alles drauf. Ne? Wir fahren ein bisschen vor. Abladen. Aha, ne, klar. Komme ich knapp dran vorbei. Passt alles. So, fahren einmal hier rum. Ich lasse jetzt mal kurz hier auf dem Platz stehen. Ich wollte jetzt einmal wohl nach den Tieren gucken. Ja, da seht ihr 338 Tiere. So, dann haben wir hier irgendwo noch einen Tankwagen in der Nähe stehen. Schauen wir mal. Hier steht auch ein Tankwagen in der Nähe. Das ist doch super. Ihr fragt jetzt, wie will ich denn die Schweine in den Tankwagen kriegen? Nee, die Frage ist gar nicht, wie ich die Schweine in den Tankwagen kriege. Die Sache ist, der Tankwagen
ist nicht das Ziel, sondern der LKW. Ich habe ja alle anderen LKWs am Laufen. Und deswegen werde ich den Tankwagen jetzt abstellen und werde für den Tankwagen den Viehtransporter dran machen und dann die Schweine holen. Ja, und wenn wir jetzt die nächste Ladung gleich hier ist, sind unsere freundlichen Jungs gerade auch voll. Dann werden wir die nämlich in der dann leer machen. Werden dann auch wohl einmal unsere Kartoffelgeschichte da in Angriff nehmen. Ich fahre mal schnell geradeaus. So. Dann werde ich mal einen Tank wegstellen. Und dann werden wir dann das nächste Mal uns... Wow, was hat er denn für einen Auftrag? Mann, was hast du denn hier vorbei? Immer locker bleiben. So, ja, und während ich das hier mache, sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Ich werde jetzt hier noch einmal das gute Stück wegstellen und dann geht's hier beim nächsten Mal gleich weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Teilen wäre super und bedanke mich recht herzlich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.